Das Modell, das ich euch heute vorstelle, ist mindestens so bekannt wie die Marke selbst. Wir haben ihn euch schon im Studio vorgestellt. Er ist sehr beliebt und wie immer kam die Frage auf, was ist alles neu? Und ich habe geantwortet, alles. Ganz ehrlich, hat mit dem Vorgänger kaum mehr was zu tun in fünfter Generation. Der Kia Sportage, wie er hier steht, ist richtig mutig. Mir gefällt das sehr gut. Was werden wir heute mit dem machen? Wir werden den Innenraum anschauen, der sehr viel gemein hat mit dem Kia EV6. Der Elektrobombe, die gerade auf dem Markt ist. Wir werden das Wettbewerbsumfeld anschauen, den Preis. Wir werden natürlich fahren, heute darum geht es. Wir werden zusammen diese wunderbare Sonnenuntergangsstimmung genießen. Wo seid ihr hier eigentlich gelandet? Ihr seid gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder dem etwas weniger bezaubernden Jan. Das bin ich, Hallöchen. Dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Damit ihr auch nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren und dann fröhlich, wie immer, hoffentlich unserer objektophilen Outdoor-Leidenschaft. Und es gibt einen Kuss zu Beginn für den Kia Sportage. Mua. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, ist es nicht ein geiles Licht hier auf diesem Auto. Sieht wunderschön aus. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Preis raus. Wird sich bei dem hier, vor allem bei den Plug-in-Hybriden, den es im Frühjahr 2022 geben wird, sehr lohnen. Und wenn man jetzt erstmal hier über die Historie spricht, dann ist das ganz klar, ja, die Cash-Cow bei Kia. Der Kia Sportage, der ist genauso bekannt wie Kia. Also Kia ist genauso bekannt wie Sportage. Genauso wie das Tempo-Taschentuch steht der für ein kompaktes SUV. Denn den gibt es seit 1993. Und dann 2015 kam die vierte Generation raus. Und von 2015 bis jetzt, 2021, Anfang 22, hat der sich in Europa 750.000 Mal verkauft. 2,5 Millionen Mal weltweit. Warum? Das ist ein Modell, was gerade jeder will. Warum? Ist ein SUV, leicht hochgebockt, kompakte Ausmaße, viel Platz im Innenraum, guter Einstieg. Stehen die Leute mehr drauf als auf heiße Semmeln aktuell. Der steht auf der N3-Plattform, hat den Bruder Hyundai Tucson, wird in der Slowakei gebaut. Und was natürlich interessant ist, ist, dass der sich in Europa so gut verkauft und in Deutschland so beliebt ist, weil er hat natürlich im Kompakt-SUV-Bereich unglaublich viel Konkurrenz. Eigentlich hat jeder Hersteller was in dem Bereich. Vor allem hat er natürlich einen Hauptkonkurrenten, das ist der VW Tiguan, den es ja auch in Lang gibt, den wir euch auch vorgestellt haben und in Lang auch vorstellen werden. Dann gibt es natürlich noch Modelle im VW Konzern Omas. Es gibt natürlich zum Beispiel ein Toyota RAV4. Ja, kann man überall drüber sprechen. Was ich sehr interessant finde bei dem Modell, was ja in den vier Ausstattungsvarianten Edition 7 Vision und Spirit oder der GT-Line auf den Markt kommt, ist nicht, dass ihr Benziner bzw. Benziner Diesel-Varianten eine Vollhybrid-Variante bekommt, ein 48 Volt Bordnetz oder ein Plug-in-Hybrid, wobei man noch gar nicht weiß, ob der Vollhybride nach Europa kommt. Ja, ist die Tatsache, dass das ja eine Cash-Cow war, dass der sich sehr gut verkauft hat. Trotz allem hat man gesagt, okay, der Vorgänger, der war eher knubbelig, süß, rund, hat so ein bisschen an Baby-Porsche Macan erinnert. Wir machen jetzt in fünfter Generation alles, aber auch wirklich alles neu. Ist mutig, ist konsequent, ist geil und ist, glaube ich, der einzige Weg, auf einem sehr umkämpften Markt Bestand zu haben, denn die Leute wollen was Neues. Von vorne erinnert der so ein bisschen mit den Leuchten an dieses eine Smiley, kennt er das? Finde ich aber großartig, denn das Auto, was ja 4,52 Meter lang ist, 1,86 Meter breit, 1,65 Meter hoch, ist von vorne immer noch ein Kia, passt ins Familiengesicht mit dem neuen Logo, der Tiger Nose da vorne, die sich hier oben übrigens auch wieder findet, aber von vorne erinnert relativ wenig an den alten und das wird am deutlichsten, wenn man sich die LED-Leuchten anschaut. Das sind serienmäßig Voll-LEDs, hier sind Matrix-LED-Leuchten drauf.
Die kommen dann ab der zweithöchsten Ausstattungsvariante, die hier auch drauf ist. Schaut mal hier die Signatur drauf, sehr aufregend. Und wenn man dann drüber spricht, was jetzt Spirit unterscheidet, zum Beispiel von der GT-Line, ist das hier dieses silberfarbene Element. Wir haben hier ein anderes Innenleben. Die GT-Line hat so Waben und hier unten sieht das auch alles ein bisschen anders aus bei der GT-Line. Die GT-Line finde ich schicker. Die hier ist ein bisschen gesetzter, ein bisschen zurückhaltender. Kamera haben wir hier nach vorne. Von vorne ist das schon ein wirklich sehr schöner Look. Und das Auto, wenn man ganz ehrlich ist und eine Marktforschung betreibt, muss auch polarisieren. Und das war auch im Studio mein Eindruck. Die Leute fanden ihn entweder sehr geil oder überhaupt nicht gut. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, ein VW Tiguan zum Beispiel ist ja fast schon ein biederes, vielleicht ein bisschen langweiliges Modell, während man das hier diesem Sportage überhaupt nicht vorwerfen kann. Das ist was für Leute, die wirklich mutig sind und ein bisschen anderes Design wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis auf einem vollen Markt, eben ein bisschen anders zu sein. Und das respektiere ich. Deshalb bin ich von der Optik hier ein ganz großer Fan. Aber ich habe mir geschworen, ich wollte nie der Typ sein, der einfach nur über die Optik schwadroniert. Wir haben hier ein für mich schwebendes Dach, also der Dachkantenspoiler hier hinten geht hier schön über. Wir haben hier ja hinten abgedunkelte Scheiben, auch diese silberne bzw. chromfarbene Linie, schick. Wir haben hier nicht das farblich abgesetzte Dach, wir haben hier eine chromfarbene Dachreling. Wir haben ab der höchsten Ausstattungsvariante GT-Line serienmäßig ein adaptives Fahrwerk drin. Ja, und wenn man jetzt mal anschaut, haben wir hier 18 Zoll Felgen, 17, 18, 19 Zoll Felgen gibt es. Schwarze Umrandung hier, also nichts Plastik, sondern schön lackiert hier auch. Kein schwarzes, durchgehendes Element wie in der GT-Line, sondern so ein silbernes, sehr schick. Ne? Und vom Antrieb her haben wir hier einen Allradantrieb drin mit einer Lamellenkupplung, bekommen wir die Kraft von vorne nach hinten bedarfsgerecht. Das Mitteldifferential können wir hier auch sperren. 17 cm Bodenfreiheit ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. 54 Liter Tank, vor allem beim Diesel, erkennt er hier an dem Urea-Füll. Zustands an dem Urea-Tankstützen hier, diesem AdBlue-Zusatz übrigens. Ja, und dann von hinten finde ich das Auto fast ein bisschen schöner wie von vorne, weil schaut euch die Leuchten an. Schaut euch hier diesen Bürzel an, der tatsächlich auch so ein bisschen an den EV6 erinnert. Sportage steht hinten ganz bescheiden drauf. Koreaner sind ja sehr bescheiden. Kia-Logo, das neue. Hier unten ein silberner Unterfahrschutz. Hier unten sieht man ganz leicht das Auspuff-Endrohr. Hier ist alles Silber, unterscheidet sich dann auch so ein ganz kleines bisschen eben von der GT-Line. Ja, schaut euch die vielleicht gerne mal im Konfigurator an, wenn ihr den denn findet. Und wenn man jetzt über den Kofferraum spricht beim Auto, was in dem Fall hier zwischen 1,7 und 1,8 Tonnen wiegt, dann ist es ganz interessant, denn der ist 600 bis 1800 Liter etwa groß. Bevor wir dazu kommen, wir haben einen neuen Kooperationspartner, Motul. Normalerweise machen die Motoröl, aber die haben jetzt auch eine CarClean-Serie rausgebracht. Die ist wunderbar, mit der putzen wir auch unsere Autos. Schaut gerne der Beschreibung vorbei, da findet ihr das Zeug. Und jetzt schaut euch den Kofferraum an. Erstmal ist er natürlich echt groß, ja, was Gutes für Familien, da bekommt er viel unter. Der hier zieht 1650 Kilo. Ich glaube, mit Handschaltung zieht der bis zu 1950 Kilo. Was auch interessant ist, wir haben hier einen großen Kofferraum, weil wir haben hier keinen Vollhybriden. Der hat seinen 1,5 kW Akku hinten unter der Rückbank und der Plug-in-Hybride hat seinen 13,8 Kilowattstunden fassenden Akku auch da hinten unten. Also hier haben wir das volle Platzverhältnis. Schaut euch das an. Hier haben wir eben nur das 48 Volt Bordnetz drin. Ja, und dann ist es natürlich schön, weil wir haben auf der anderen Seite eine 12 Volt Steckdose. Dieses Teil hier oben, also diese Ladesicherung, könnt ihr hier rausziehen zum einen, mit so einem Handschlag nicht öffnen, funktioniert hier nicht, und könnt allerdings dieses ganze Teil hier schön rausmachen, das ausbauen oder eben wieder ja, reinbauen. Und was das Beste am Kofferraum für mich ist, ist hier dieser Haken. Und jetzt habt ihr ein monströses Kofferraumvolumen ohne Kante da drin. Da könnt ihr drin schlafen mit zwei Personen. Das ist unglaublich gut. Heckklappe hier oben geht hier auf diesem Knopf runter. Hier ist die Rückfahrkamera, was Schönes. Wenn ihr einen Schlüssel in der Hand habt, müsst ihr nicht hier hinten so zappeln, sondern steht hier 3 Sekunden, die geht auf. Schon gut. Und jetzt springen wir mal zusammen auf die Rückbank und hoffen, dass wir da drin noch was sehen, weil das Licht geht bald wirklich runter. Kommt.
Und was ihr jetzt seht ist, ihr denkt so, ey, ist das unbequem für den Typen, woran liegt das? Schaut mal, hier habt ihr so einen Griff und den ziehe ich jetzt bei mir. Das heißt, ihr könnt ganz flexibel die Neigung vom Sitz verstellen, was wirklich schön ist. Jessie hat ihren Sitz sehr weit nach hinten gefahren. Normalerweise, wenn sie normal sitzt, habe ich da mehr Platz. Und jetzt schaut euch das an. In verschiedenen Stufen könnt ihr das steuern. Und was auch cool ist, ihr habt hier auf dieser Seite und auf dieser Seite einen USB-C-Stecker. Da können die Kiddies dann dran laden. Ihr habt hier nochmal eine eigene Klimasteuerung. Hier bekommt ihr quasi einen Kleiderbügel aufgehangen. Hier bekommt ihr einen Kleiderbügel aufgehangen. Das ist schon wirklich sehr durchdacht. Und naja, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, dann ist es... Packen wir mal den nach hinten ein bisschen. Sieht schöner aus. Hier hinten solide verarbeitet, Sitze geben kaum Seitenhalt, sind aber sehr wertig. Wir haben hier übrigens ja auch eine Armauflage mit einem Cupholder drin, was spannend ist. Und jetzt schauen wir vielleicht mal noch in die Tür zusammen, weil die ist wirklich solide verarbeitet. Klavierlack hier, wir haben hier nochmal dieses Zierelement oben, über den Griff kann man streiten. Harman-Kardon-Anlage, ein bisschen Platz in der Tür, schon gut verarbeitet. Aber das Spannendste für mich bei dem Auto tatsächlich, oder vielleicht auch ein bisschen das Schwierigste, ja, sind die Motorvarianten. Denn da gibt es wirklich viele. Wir haben jetzt hier den Diesel. Alle Motoren sind 1,6 Liter, Vierzylinder. Ja, und der hat 136 PS. In dem Fall hier jetzt mit der Automatik haben wir 320 Newtonmeter, genau, während die Handschaltung nur 280 Newtonmeter hat. Aber es gibt auch noch einen 1,6 Liter Benziner mit 150 oder 180 PS. Dann gibt es noch den 180 PS Benziner in Verbindung mit einem 90 PS Elektromotor, kommen auf 265 PS. Dann insgesamt ist der Plug-in-Hybride, wie gesagt, 13,8 Kilowattstunden fassender Akku, 60 Kilometer rein elektrische Reichweite. Haben wir leider noch nicht, stellen wir euch dann in Zukunft gern vor. Der Vollhybride mit 230 PS kommt noch auf den Markt. Vielleicht, vielleicht nicht. Kia hält sich da ein bisschen bedeckt. Bis dahin müssen wir uns mit dem Allrad hier mit 136 PS und eben mit seinem 48 Volt Bordnetz begnügen. Schaut bei den anderen Motoren vorbei. Bei dem großen Benziner habt ihr da auch sehr viele Wahlmöglichkeiten. Sonst wird das jetzt hier sehr kompliziert. Auto, wie gesagt, wiegt zwischen 1,7 und 1,8 Tonnen. Ja, beschleunigt in 11,6 Sekunden auf 100. Das ist wirklich nicht besonders gut, fühlt sich aber irgendwie schneller an durch das Drehmoment, was ganz solide ist. Ja, und dann hat der Normverbrauch von lediglich 5,9 Litern und wird insgesamt 180 km/h schnell. Ja, aber ich kann euch natürlich viel erzählen, was wir jetzt gemeinsam machen wollen. Ist zusammen reinspringen. Ich zeige euch, was der Innenraum kann und dann werden wir zusammen fahren. Kommt mit. Sprechen wir über den Innenraum. Ganz ehrlich, wenn ihr das Exterior schon beeindruckend findet, vor allem im Vergleich zum Vorgänger, findet ihr den Innenraum, glaube ich, noch beeindruckender, weil sich da mindestens genauso viel getan hat. Wo sich auch viel getan hat, ist bei uns, denn wir tragen auf einmal Rolex. Warum? Wir haben einen neuen Kooperationspartner, Kronext. Mit dem Code CARCRASH bekommt ihr da einen besonderen Rabatt. Die haben 49 Marken, ne, 7000 Uhren, schaut gerne vorbei. Ist beeindruckend, wenn ich nur einmal im Lotto gewinnen könnte. Und jetzt der Innenraum, der hat für mich auch gewonnen, nicht nur bei einer Lotterie, sondern auch im Vergleich zum VW-Konzern. Größtes Ding hier drin ist das Curved Display, das wir aus dem Kia EV6 zum Beispiel auch kennen. Ist zum Beispiel dieses Element, was man flexibel verändern kann, was platzsparend ist. Ist leider nicht dieses Panoramadach, weil wir haben es nicht hier drin. Ansonsten großartig sind die Sitze, das ganze Konzept. Wir fangen ganz professionell mit den Sitzen an. Wir haben hier die zweithöchste Ausstattungslinie, also die unter der GT-Line. Und die sind relativ schmal, trotzdem gut gepolstert, haben eine relativ schmale, aber trotzdem gut gepolsterte Kopfstütze, geben soliden Seitenhalt, ohne irgendwie aufdringlich an meiner Hüfte zu sein. Und auch die Sitzfläche hier ist großartig. Und das Beste daran ist, dass wir eine Sitzheizung und eine Sitzkühlung hier
Schirm, kann man sogar beides anmachen, auf beiden Seiten. Ja, da muss sich der VW-Konzern schon echt strecken. Und wenn wir jetzt so diesen Schwenk rüber machen in die Tür rein, dann ist ja das Größte, was bei VW auf dem MQB kritisiert wird, die Tür, Verarbeitungsqualität, Materialanmutung. Und wir haben hier dieses Zierelement zwar in Plastik, allerdings sieht stark nach Alu aus. Der Türgriff kann man mögen, muss man nicht. Auch das Klavierlackelement kann man mögen, muss man nicht. Aber die Tür ist solide verarbeitet und eigentlich über der Materialqualität und Anmutung vom Tiguan. Harman-Kardon-Anlage ist unten viel Platz in der Tür. Und die Anlage ist geil, weil damit können wir den Motorsound auch ein bisschen pimpen. Kommen wir später dazu. Einstiegsleiste. Sportage in der Fußmatte, hier unten Handschuhfach und schaut mal hier dieses Zierelement mit diesem Zierelement, wo die Lüftungsdüsen integriert sind, was Elemente auch außen aufnimmt, zum Beispiel die Tiger Nose ist großartig, toll im Sichtfeld, beide 12,3 Zoll große Bildschirme, kein Head-Up-Display hier drin. Ja, und dann beugt ihr euch vielleicht mal zu mir. Guckt mal, schönes, ihr könnt hier quasi die Shortwahlknöpfe bedienen hier. Habt allerdings drunter auch die Möglichkeit, einfach eine Klimasteuerung dann im Wechsel zu bedienen. Schon sehr geil. Und jetzt hier haben wir viel Klavierlack. Das kann man mögen, muss man nicht. Man kann hier auffahren, hat hier eine induktive Ladebox fürs Handy, schaut gerne da rein. Ja, dann haben wir USB-C-Stecker, USB-Stecker, 12-Volt Steckdose. Und wenn ihr aufräumen wollt und sicher gehen wollt, dass ihr nicht aufs Handy gucken könnt, macht ihr einfach zu. Sehr schönes hier die ambiente Beleuchtung. Wir haben hier den Gangwahlhebel mit rückwärtsneutral D parken, Bergabfahrhilfe. Hier haben wir die Drive-Modi, die auch interessant sind, kann man dann hier steuern, ne? Eine Rückfahrkamera haben wir hier auch, wenn wir wollen. Und das ist natürlich ganz spannend mit der Rückfahrkamera, weil hier haben wir die Möglichkeit, das Auto zu drehen. Wie cool ist das? Ihr könnt es allerdings auch in andere Richtungen euch anzeigen. Aber jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. Hier habt ihr die Möglichkeit, was unterzubringen. Schlüssel. So sieht er aus. Und dann haben wir hier noch so einen Cupholder. Der ist raffiniert, weil ihr könnt euch ein riesiges Fach hier reinzaubern. Schaut mal so. Oder zack. Zack, Cupholder rein, finde ich großartig. Wer auch rein muss ins Auto, das ist die bezaubernde Jessie. Die macht doch gleich die Tür zu, weil sie friert. Wir machen ihr die Sitzheizung an, weil wir sind sowas wie ein Gentleman. Heller Himmel hier. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Lampe hier drin ein bisschen oldschool aussieht. Ich würde den Himmel immer schwarz nehmen oder im Idealfall ein Panoramabach-Tach. 1000 Euro hat doch eigentlich... Hat man das hier? Wahrscheinlich nicht. Innenspiegel, wenn der noch ganz rahmenlos wäre, wäre es noch charmanter. Und jetzt schaut euch mal das Lenkrad an. Nicht zu dick, nicht zu dünn, drei Speichen, neues Kia-Logo hier mittendrin. Ja, Sprachsteuerung zum Beispiel hier, kann man lauter, leiser machen. Wir haben dafür aber noch einen Drehregler oder hier könnt ihr dieses Element steuern. Was kann man da machen? Da könnt ihr den Bordcomputer, eine Energieflussanzeige euch anzeigen. Kompass ist da drin. Geht ruhig gern ein bisschen näher hin. Wir haben hier die Allradverteilung, Reifendruck, den Füllzustand eben von dem AdBlue-Tank. Also ihr könnt da sehr viel machen. Ihr könnt auch dieses ganze Element ändern in der Grafik. Habt hier dann die Möglichkeit, hinten den Kofferraum aufzumachen, auch Gentleman zu sein. Stabis hier aus. Könnt auch hier das Lenkrad in alle Richtungen verstellen. Hier drin findet man ähnlich gute Sitzpositionen wie im Golf. Und jetzt sprechen wir hier über dieses System. Und schaut euch das an. Das ist sehr aufgeräumt. Hier haben wir den Homescreen sozusagen. Und dann ist hier die Karte. Da kann man ganz flexibel reinzoomen. Hier geht es wieder zurück. Navigationssystem zum Suchen ist hier. Das ist nicht überladen. Apple CarPlay, Android Auto. Leider immer noch nur mit Kabel. Hier können wir verschiedene Fahrer einstellen. Sprachnotizen. Ich finde auch die Klimaeinstellung hier ganz gut. Und dann habt ihr einen Valid-Modus hier. Den nutze ich quasi nie, aber er ist hier drin. Medien haben wir hier. Den Ruhemodus finde ich sehr spannend, weil wenn ihr den reinmacht, ne, dann habt ihr da verschiedene Begrenzungen, vor allem mit Kindern vielleicht interessant. Kia Connect finde ich auch wirklich gut, vor allem hier sich ja, das Wetter anzeigen zu lassen, finde ich sehr hilfreich. Kalender, Sport, gerade für mich als ja, Fußball- und Sportnachrichtenfreak ist interessant. Jetzt sind heute leider keine Spiele, die ihr euch anzeigen lassen könnt hier drin. Ja, oder ihr habt zum Beispiel Kia Live, was vielleicht
vielleicht noch hilfreicher ist, mit Verkehrsinfos. Schaut mal, wie schnell das ist. Live-Parkplätze könnt ihr euch hier anzeigen, was sehr praktisch ist. Oder die Tankstelle, die nächste, seht ihr dann hier. Da muss man nicht immer den oder die Beifahrerin nerven damit. Aber was wir natürlich auch machen wollen, ist natürlich die Einstellung noch anschauen. Denn hier könnt ihr den Motorsound normal verstärkt oder auseinstellen. Geht über die Anlage. Ihr habt hier auch die ganzen Assistenten, die wir hier drin haben. Und das Kombi-Instrument könnt ihr hier in der Helligkeit verstellen. Kameraeinstellungen könnt ihr verstellen. Und vor allem thematisch könnt ihr es verstellen. Klassisch A, klassisch B, klassisch C. Dynamisch. Nachts sieht man das am besten. Und die Ambientebeleuchtung hier drin ist sowieso ein Traum. Und ja, das ist es. Aber was wir jetzt machen wollen ist... Jetzt kommen wir zur Fahrt. Negativ betrachtet sind wir total schlecht organisiert, weil es schon dunkel leider. Oder ich habe zu lange für die Moderation gebraucht. Positiv betrachtet können wir euch einen Night Drive zaubern. Und jetzt schaut euch das mal an hier. Das ist natürlich vor allem beim Rückwärtsfahren Gold wert. Wer hier noch an einen Baum fährt, ui, ich nicht, der ist selbst schuld. Und schaut mal hier diesen Drehregler. Da kann ich euch jetzt auch ganz schön hier diese Ansicht reinmachen. Da vorne auch dieses dynamische, die dynamische Designsache hier finde ich sehr gut. Und jetzt fahren wir mal los. Und ganz ehrlich, was man merkt, ist, man sitzt hoch. Fühlt sich natürlich erhaben an. SUVs sind in aller Munde, sehr viel Kritik dabei. Aber ich kann schon sehr gut nachvollziehen, ja, woran das liegt. Jetzt machen wir das Licht außen noch an. Schaut mal raus, hier könnt ihr es nämlich ganz gut erkennen. Fernlicht, normales Licht, das ist ein Matrix-LED-Licht, was wirklich toll die Straße ausleuchtet. Ja, auch mal vielleicht ganz interessant. Ja, und wenn man jetzt hier drin fährt, dann fühlt sich der Diesel, und das ist ganz perplex für mich, besser an als der Benziner. Obwohl der 11,6 Sekunden auf 100 braucht. Jesse hat euch ja den großen Benziner gezeigt. Schön an so einem SUV ist natürlich auch, ihr könnt hier jetzt einfach über die Wiese fahren und mit der Bodenfreiheit und mit dem Allrad hier drin passiert relativ wenig. Was man auch zeigen kann oder sollte vielleicht sogar, hier vorne ist ja diese Ansicht. Hier seht ihr dann auch immer, wo jetzt die Kraftverteilung an den Rädern ist. Ihr könnt hier auch sperren. Wenn ihr hier drückt, habt ihr dann da oben quasi das Mitteldifferential gesperrt. Geht ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder raus. Wir schalten jetzt mal den Sportmodus. Die 320 Newtonmeter hier drin bei dem Gewicht sind ehrlicherweise nicht so richtig dynamisch. Trotz allem ist es mein Job, euch das zu zeigen. Also beschleunigen wir mal durch. Ja, erstmal merkt man natürlich die Gänge, die gehen echt solide rein und ja, gleich haben wir es, 100 km/h. Das dauert ein bisschen, fühlt sich aber mit den 320 Newtonmetern erstaunlich dynamisch an hier drin. Und man soll bei einem SUV vielleicht nicht von sportlich sprechen. Ich finde das falsch, aber trotzdem, wenn man jetzt hier die Straßenlage anschaut, ist es gut, denn die Lenkung ist zwar in der Mittellage ganz SUV-typisch, nicht besonders straff, aber dafür auch nicht besonders direkt außen, aber es fühlt sich komfortabel an. Genauso wie das adaptive Fahrwerk hier drin, denn wenn man nicht auf Sport schaltet, sondern vielleicht auf Normal oder Eco, dann passt sich die Gasannahme, die Lenkung an und eben auch die Dämpfung hier drin und es fühlt sich auf einmal alles ein bisschen komfortabler an. Und ganz ehrlich, ich fühle mich in diesem Auto sehr schnell zu Hause. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber es ist einfach nur erstmal so ein Gefühl. Und warum mag ich eigentlich Diesel? Und warum bin ich dagegen, Diesel abzuschaffen? Für mich ist das vielleicht der ökonomischste und ökologischste Antrieb, den wir ja mit dem AdBlue-Tank in Verbindung gerade haben. Denn wir haben hier einen Normverbrauch von 5,9 Litern. Wir haben es geschafft, dieses Auto ja mit knapp über 6 Liter zu fahren. Was einfach für die Größe und für den CW-Wert, weil da steht ja dann doch relativ ambitioniert im Wind, wirklich, also aus meiner Sicht, gut ist. Ne? 320 Newtonmeter Drehmoment ist auch wirklich okay und damit ist man natürlich auch auf der Autobahn zwar nur mit 180 km/h unterwegs, aber das ist solide. Und für all diejenigen, wo es halt ein bisschen mehr Fun sein soll, die schalten hier auf Sport, ja, und dann können sie hier eben
nicht nur das Motorgeräusch eben verstellen, sondern habe dann auch wesentlich mehr Bums dahinter. Und es ist okay, könnt hier am Lenkrad mitschalten. Und was ich sehr gern mag, vor allem auf der Autobahn, ist hier Spurhalteassistent rein. Geschwindigkeit könnt ihr dann hier anpassen, ne? Und dann könnt ihr die Hände wegmachen vom Lenkrad. Habt die Spur, die gehalten wird, der Abstand zum Vordermann. Und das ist dann, finde ich, extrem luxuriös, vor allem auf der Autobahn. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir lange nichts machen. Und das ist auch immer interessant, Lenkrad nicht loslassen. Schaut mal hier, wenn ihr jetzt auf der anderen Seite schaut, wenn ihr blinkt. Das ist dann hier der tote Winkelassistent. Und der ist hier quasi in den Rundmetern drin, finde ich, sehr solide gelöst. Ja, und da habt ihr das jetzt mal gesehen, was dieses Auto kann. Ansonsten kaum Windgeräusche hier drin. Er ist, und das muss man auch sagen, eher komfortabel, denn jetzt extrem dynamisch ausgeprägt von Fahrverhalten. Was interessant ist, wenn man die Fahrmodi durchtoggelt hier drin, dann merkt man schon, okay, die Spreizung, vor allem im Vergleich zum Vorgänger, die ist wesentlich größer zwischen den Fahrmodi. Also da hat sich wirklich was getan. Jetzt beschleunige ich ihn nochmal durch. Ihr seht hier auch den Allrad. Vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, ist das 48 Volt Bordnetz. Was macht das? Naja, das ist ein Riemenstartergenerator mit einem kleinen Akku. Heißt, der kann dann rekuperieren, also Energie zurückgewinnen, Energie ausgeben, dann beim Boosten, unterstützt beim Anfahren und sorgt für einen besseren Verbrauch von bis zu 0,5 Litern, sagt man. So, stellt mir gerne Fragen zum Fahren. Ich hoffe, ihr habt die kleine Mitfahrt genossen. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren und dann gibt's ein... Kommen wir zum Fazit. Aber bevor ich euch jetzt meine Meinung zum Kia Sportage verrate, erstmal habt ihr euch doch bestimmt gedacht, Alter, wieso ist der Typ denn so verdammt gut angezogen? Wo kommt die Jacke her, die Mütze? Wir haben einen neuen Kooperationspartner, modezinser.de. Und wenn ihr da vorbeischaut und euch die Versandkosten auch noch sparen wollt, dann gebt da einfach ein zinser.erleben und spart euch ein bisschen Geld. Schaut gern vorbei, ich finde das großartig, das Angebot. Jedenfalls, wenn wir über dieses Auto hier sprechen, dann ist es auch herausragend, wie viel Garantie Kia beim Sportage gibt, nämlich 7 Jahre. Das ist ein Versprechen, das ist vor allem auch eine Kampfansage an VW-Konzern. Und VW hat es im Gegensatz verpasst, da einfach mitzuziehen. Denn mich als Kunde überzeugt sowas, mich überzeugt dieses Auto. Optisch ist es mutig, da hat man sich was getraut, das verdient von mir einen Applaus, denn ich stehe auf die Optik. Allerdings weiß ich sehr wohl, vor allem nach unserem statischen Review, dass die polarisiert. Der Innenraum, der kann nicht so sehr polarisieren, denn der ist einfach gut, modern, genau wie die Assistenzsysteme. Es gibt sehr viele Motoren da drin, außer eine E-Variante fehlt, aber wir haben ja auch den Kia EV6, der mit seiner 800 Volt Technik nicht polarisiert, sondern die meisten Elektrofans einfach in Staunen bringt. Und dann geht es natürlich ganz schnell bei diesem Kompakt-SUV um den Preis, denn wie gesagt, jeder Hersteller hat was in dem Segment. Vor allem der Platzhirsch VW Tiguan ist omnipräsent. Also gibt es natürlich auch einen Preiskampf. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, dann beginnt der bei unter 28.000 Euro. So wie er hier steht, ja, mit dem Motor, mit dem Allrad, in der Ausstattungsvariante liegt er bei etwa 43.000 Euro. Mit Ausstattung, die noch extra drin ist, wird er um die 50.000 Euro liegen. Dafür bekommt ihr bei Kia sehr viel Auto für vergleichbar echt solides Geld aus meiner Sicht. Wer euch das noch ein bisschen günstiger machen kann, ist unser Kooperationspartner GoLeasy, denn die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ja, und hier seid ihr gelandet bei dem Typ, der sich heute mit dem Licht ein bisschen verzockt hat. Das ist fast dunkel. Trotzdem gibt es bei uns jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden, sehr eingefrorenen Chassis, dem etwas weniger bezaubernden Jan. Das bin ich. Hallöchen, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns bald. Hoffentlich im Warmen. Tschüss.